Zwischen Dietrich Bonhoeffer, Johann Sebastian Bach, Jochen Klepper, auch der Name Christoph Zehntner im evangelischen Kirchengesangbuch. Und zu Zehntner ist zu lesen, geboren 1961 in Windsheim, Franken, Journalist und Liedermacher, Redakteur beim Evangeliumsrundfunk in Wetzlar und beim Hessischen Rundfunk. Seit 1995 Hörfunkjournalist beim Süddeutschen Rundfunk, lebt in Steinbronn-Württemberg. Ich freue mich, dass so ein bekannter Liederdichter heute bei uns ist. Hallo und herzlich willkommen, Herr Zehntner. Hallo. Auch wenn nicht mehr alles stimmt, was da drin steht. Ja, das ist vor zwei, drei Jahren richtig gewesen. Das ist richtig. Trotzdem, wie fühlt sich sowas an zwischen Jochen Klepper, Dietrich Bonhoeffer, Bach und den anderen Großen? Das ist einerseits eine große Ehre und andererseits muss ich sagen, da bin ich ja nicht drin, da sind meine Lieder drin. Und ich glaube, manches der Lieder, manche der Texte sind so viel bekannter als ich. Die Leute kennen es, die Leute singen es und das freut mich total. Ob die dann wissen, wer den Text geschrieben hat oder nicht, das ist eigentlich zweitrangig. Wenn man so die großen Liederdichter anguckt, Paul Gerhardt, auch bei Klepper und so, die sind durch unwahrscheinlich tiefes Leid gegangen und daraus sind ihre Lieder entstanden. Wie ist das bei Christoph Zehntner? Kommen auch solche Leiterlebnisse bei Ihnen vor, bevor dann so ein großartiges Lied rauskommt, wie Du bist der Weg oder Er hört dein Gebet? Also mir stockt schon vor Respekt fast der Atem, wenn ich an die Herren denke, die Sie angesprochen haben und deren Lebensschicksal. Und da könnte man ja weitere, deren Lieder wir schätzen und die uns wichtig sind, aufzählen. Nein, so ein existenzielles Leid habe ich nie erlebt. Erlebe ich vielleicht noch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass meine Lieder genau wie Ihre Lieder autobiografische Züge haben. Immer. Dass ein Kern von mir drinsteckt, mal mehr, mal weniger. Ich kann nicht Lieder schreiben über etwas, was ich nur sozusagen theoretisch mir vorstelle, sondern ich stecke da immer drin. Und insofern, ja, auch in Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben oder in Er hört dein Gebet sind viele von meinen Erfahrungen drin. Vielleicht spüren das die Leute auch und vielleicht singen sie deswegen solche Lieder auch besonders gern.